Go Future 2017. Wir sind mit dem Messe-TV jetzt bei ABB und zu ABB gehören Beate und Dana, Industriemechanikerin und Elektronikerin. Ein großes Thema auf der Messe MINT. Mädchen halt auch in diesen technischen Berufen, total wichtig. Warum hast du das gemacht? Das kam durch meine Schule, vor allem Infoveranstaltungen, und dann habe ich halt mehrere Praktikas gemacht, habe mich dafür interessiert und dann habe ich gesagt, bewirbst du dich? Und dann hatte ich das Glück gut angenommen und seit 2 Jahren mache ich die Ausbildung. Wunderbar. Ihr seid jetzt beide auch noch Ausbildungsbotschafter. Das heißt, ihr berichtet über diesen Beruf und das ist natürlich als Mädchen in technischen Berufen total wichtig. Wem erzählt ihr das wo? Wir gehen einfach direkt in Schulen zu Schülern 9., 10. Klasse, teilweise auch 8. Klasse schon, erzählen was über unseren Beruf, über unsere Firma und erklären, wieso wir das machen und was daran so toll ist. Gibt es irgendwelche Nachteile als Mädchen in technischen Berufen? Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Nein, gibt es nicht. Aber man kann es genauso gut wie die Jungs und im Endeffekt, die Jungs helfen einem auch, wenn man mal Schwierigkeiten hat, oder man hilft auch mal den Jungs, wenn die mal mit was nicht so klarkommen. Das wollte ich gerade sagen. Wollen die Jungs auch mal eure Hilfe haben? Ja, ist ehrlich so. Also die haben da manchmal Fragen, also vor allem die unter uns sind, die im Lehrjahr, die fragen dann uns auch uns, anstatt nur die Jungs, und das ist ganz gut. Total klasse. Ausbildungsbotschafter und dann ihr beiden von ABB. Und dann ist hier so eine Versuchsanlage, die wurde mal von Azubis gemacht und Beate schaltet die mal an, weil die macht nämlich auch noch nebenbei einen Höllenlärm und dann sehen wir, glaube ich, noch irgendeine Flüssigkeit hochkommen. Beate drückt den Knopf und klatsch, tut sich was auf dem Stand bei ABB, der Go Future 2017.